Liebe Brüder und Schwestern, Jesus vollbringt in der Auferweckung des Lazarus wohl sein machtvollstes Zeichen. Von diesen Zeichen, von diesen sieben Zeichen im Johannesevangelium. Er offenbart sich wirklich als der Sohn Gottes, als der, der die Macht hat, das Leben zu geben, weil er selber das Leben ist. Jesus ist wirklich, wahrhaftig, unsere Auferstehung und unser Leben. Und jeden von uns fragt er ganz persönlich, glaubst du an mich? Glaubst du, dass ich deine Auferstehung bin, dass ich die Macht habe, dich herauszuholen aus dem Grab, aus dem Tod? Ja, antworten wir wie Martha und Maria, ja, Herr, ich glaube, du bist der Sohn Gottes, alles, was du vom Vater erbittest, wird Gott dir geben. Der Glaube an Jesus, es ist ein kostbares Geschenk. Sind wir uns dessen bewusst, wie kostbar dieser Glaube ist, der uns geschenkt worden ist, dass wir an Jesus glauben können und durch diesen Glauben das Leben haben? Und Jesus weint heute im Evangelium. Ja, er weint über seinen Freund Lazarus, aber noch viel mehr weint er, so denke ich, über den Unglauben seiner Landsleute, die trotz all der Zeichen, dieser machtvollen Wunder nicht glauben wollen oder können, dass er wirklich der Messias ist, der Sohn Gottes, der Retter. Er weint über die Menschen aller Jahrhunderte, die nicht glauben, obwohl sie Christus kennengelernt haben, obwohl sie diese frohe Botschaft, das Evangelium schon gehört haben, die vielleicht gar nicht mehr glauben, obwohl sie getauft sind. Ja, wie viele gibt es heutzutage, die so leben, als ob es Gott nicht gäbe, obwohl sie getauft sind? Wir haben ja in der Taufe schon Anteil erhalten am Leiden und Sterben des Herrn. Wir sind sozusagen mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden zum neuen Leben. In der Taufe wurde uns schon dieses neue Leben geschenkt. Wir haben Anteil erhalten am Geist Gottes. Dieser Geist Gottes, der lebendig macht, hat uns erfüllt schon in der Taufe. Aber er möchte in uns wirken, er möchte unser Leben verwandeln. Er möchte unser Leben bestimmen, nicht um uns die Freiheit zu nehmen, sondern um uns in die Freiheit zu führen. Ja, der Geist Gottes ist es, der lebendig macht. So hat Gott diese Verheißung aus dem Buch Ezechiel erfüllt. Er schenkt uns diesen lebendig machenden Geist, diesen Geist Christi. Ja, lassen wir uns neu erneuern, erfüllen von diesem Geist. Der Herr möchte unseren Glauben stärken, damit wir ihm in Treue nachfolgen, damit wir auch im Leiden nicht irre werden an ihm. Und es ist erstaunlich, es ist auffallend, dass gerade jene Menschen, die besonders tief mit Christus verbunden sind, die eine tiefe Freundschaft mit Jesus verbindet, wie Maria und Martha und Lazarus, gerade diese Menschen werden besonders im Glauben, im Vertrauen geprüft, so hören wir heute im Evangelium. Sie werden sich gefragt haben, ja, warum kommt Jesus nicht? Lazarus liegt im Sterben. Lazarus, sein Freund, er wird sich gefragt haben, ja, wo bleibst du, Herr, wo bist du? Warum lässt du so lange auf dich warten? Ja, die Menschen, die noch tiefer mit Christus verbunden sind,
werden auch besonders herausgefordert im Glauben, im Vertrauen. Das erfahren wir ja auch heutzutage immer wieder. Aber das hat auch einen tieferen Sinn. Denn was tut Jesus? Er hat einen Plan, auch wenn er wartet, wenn er Tage zuwartet, bis er zu Lazarus und zu seinen Schwestern kommt, damit er seine Macht und Herrlichkeit noch größer, noch intensiver offenbaren kann. Er wartet, bis Lazarus stirbt, um ihn herauszurufen aus dem Grab. Niemand hätte damit gerechnet. Aber Gott hat diese Macht zu retten. Er liebt uns mit einer unermesslichen Liebe. An uns liegt es, ihm unser Vertrauen zu schenken, unseren Glauben. Ja, wie Lazarus, wie Maria und Martha, wie die Heiligen, wie so viele auch in unserer Zeit, gerade dann, wenn unser Glaube geprüft wird. Denn auch wir haben Anteil an den Leiden Christi. Auch durch uns möchte der Herr den Glauben offenbaren, er möchte ihn weitergeben, erwecken ihn gerade in jenen Menschen, die noch nicht glauben. Wir sollen sozusagen seine Mittler sein. Dazu ist oft unser Opfer notwendig, unser Schmerz, oft auch Ereignisse, die wir nicht verstehen können, die sich aber später erst erklären lassen, die später erst dann sich zu einem Sinn ergeben. Im Kolosserbrief heißt es, für den Leib die Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Ja, wir sind verbunden zu einem Leib. Und auch mit unseren Leiden, mit all unseren Schmerzen, mit unserem Ringen, mit unseren Schwierigkeiten haben wir Anteil am Leib, am Leiden Christi und wirken mit an der Erlösung der Welt. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch das ist eine Aufgabe für uns Christen. Wir feiern heuer auch 100 Jahre Fatima. Die Mutter Gottes erschien 3 Hirtenkindern in Portugal 1917. Und Maria ruft die Kinder auf zum Gebet, zum Opfer. Und die Kinder haben auf diesen Ruf geantwortet, haben viel geopfert, gelitten, gebetet. Es ist auch ein Aufruf für uns, dass wir alles aufopfern sollen, alle Schwierigkeiten, weil wir Werkzeug des Heils sein sollen, weil auch durch uns dieser Glaube weitergegeben werden soll, weil auch wir Zeugen sein sollen für den Erlöser, für Jesus, den Retter der Welt, den Sohn Gottes. Zeugen für die frohe Botschaft, für unseren Glauben, dass Jesus unsere Auferstehung und unser Leben ist, unsere Hoffnung, unsere Zukunft, unsere Freude. Amen.